schlägt das überhaupt aus? Und das das schlägt aus. Ja, da ist nicht spektakulär, eben mal übergebe ich das Wort. Gut, machen wir einen Cut. Also wir stehen da nichts geringeren wie der Landebahn in Funchal. Gewaltige Ausmaße, so noch nicht gesehen, dürfte in der Art wirklich einzigartig sein. Ein bisschen gestört wird er durch das Ganze durch eine drunterliegende Kartbahn, die relativ viel Krawall macht. Aber ansonsten beeindruckendes Bauwerk. Du kannst ja doch noch mal die Masse sagen. Haben wir es nicht auswendig gelernt im Auto? Der Flughafen Madeira liegt wie ein Flugzeugträger an der Küste. Die fast 3000 Meter lange Landebahn befindet sich zum Teil auf einem aufwendigen Stützbauwerk. Die Pfeiler sind 3 Meter dick und bis zu 120 Meter lang, davon die Hälfte oberirdisch. In Madeira können auch Boeing 747 landen, doch überwiegend nutzen die Airlines Single-Aisle-Flugzeuge. Wurde ein Spritbedarf von 11.495 Kilogramm berechnet. Pro Fluggast sind das grob gerechnet 75 Liter. Beim Aufrollen auf die Bahn gehen die beiden Piloten den letzten Teil der Take-Off-Checkliste durch. Below the line. Take it from me. 07 PEX. Off. Before taking check is complete. Ja, hatten wir auch noch nie, dass wir unter einer Landebahn waren. Und das ist die Landebahn des Flughafens Madeira, von umbenannt auf Cristiano Ronaldo Airport 2016. Da kommt eine Maschine. So, der fährt die Triebwerke hoch. Auch die Condor hat Madeira im Streckennetz und fliegt das ganze Jahr über hierher. Ja, ich fliege unheimlich gerne nach Madeira, weil man sehr viel manuell fliegt, weil das ein Flug nach Sicht ist und man kann nebenbei noch die tolle Aussicht genießen, da wenn man über die Bucht fliegt und dann eindreht auf dem Flughafen. Das ist auch immer so eine kleine Herausforderung mit den Winden und dafür für uns auch immer sehr spannend. Aber so, es geht nicht. Das ist sowieso doof. Beides ist, was geht, macht man nichts. Auf alle Fälle befinden wir uns jetzt fast unter der Landebahn vom Flughafen in Madeira. Würde man anders sagen. Ja, guck rein! Ja. Im stabilen Reiseflug zeigt der Höhenmesser 35.000 Fuß, rund 10.700 Meter. Im Navigationsdisplay ist schon der Wegepunkt Abuzu als Ziel eingestellt, der nur noch rund 10 Seemeilen vor Madeira liegt. Mit blauen Wellensymbolen wird der Atlantik dargestellt und links ein Funkfeuer des Lissabonner Flughafens. Ja, das Besondere am Anflug auf Funchal sind die drehenden Winde im Anflug. Die Landebahn, die liegt an der Küste ins Meer gebaut
Und im Kurzanflug, im Endanflug, das sind zwei Täler und diese wirken sich stark auf die Winde aus. Das heißt, man hat im Endanflug auch nochmal drehende Winde. Man hat die Schwelle relativ direkt, weil die Bahn auf Stelzen ins Wasser gebaut ist. Und daher ist der Anflug in Funchal so, dass die Behörden vorschreiben, dort eine Einweisung zu bekommen, Simulatortraining vor dem ersten Flug nach Madeira und auch ein regelmäßiger Nachweis erbracht werden muss, dass man regelmäßig den Flughafen von Funchal anfliegt. Wir sind ja außerhalb vom Gelände anscheinend. Selbst wenn. Nicht, weil es genau wieder so typisch von den Bergen runter Richtung Wasser pfeift. Ich versuche mal den Windsack dann mal zu zeigen. Hoffentlich gemischt. Auf dieser Karte wird die Route für den Endanflug in der Landerichtung 05 beschrieben, also in Himmelsrichtung 50 Grad. Nach dem Funkfeuer Funchal geht der Kurs mit 211 Grad am Flughafen vorbei. Die Flughöhe ist mit empfohlenen 1140 Fuß rund 350 Meter gering, um unter die oft vorhandene Wolkenschicht zu kommen und den Endanflug nach Sicht durchführen zu können. In 6 Meilen Entfernung vom Funkfeuer wird die Rechtskurve eingeleitet. Die Wegepunkte Gelo und Rosario sollen in 850 Fuß bzw. 460 Fuß Höhe überflogen werden. Dieser Anflug ist ein Visual Approach, weil kein Instrumentenlandesystem zur Verfügung steht. Auch deswegen ist Funchal Airport bei den Piloten so beliebt. Hier deine Startposition, die sieht natürlich immer. Dreht er da unten? Das
stabiler ist, oder? Sehr gut. Auch jetzt vom Wind. Ja. Der passt wirklich genau zum Bodenwind. Genau. Die Piloten sind voll auf die Landung konzentriert, haben sie vor wenigen Minuten nochmal in einem Briefing durchgespielt. Gleich beginnt die interessanteste Anflugphase. Ohne Instrumentenlandesystem und im Sichtflug steuert der Kapitän das Flugzeug manuell zur Landebahn. Manual Thrust. Viel Spaß. Manual Flight, danke. Speed managed. Gear down.